Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und habe natürlich auch wieder den nächsten Teil aus meiner Die Höhle der Löwen-Reihe für euch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich sitze hier umgeben von sehr, sehr schönen Sachen und habe wirklich diesmal einige Sachen bekommen und hoffe, dass ich jetzt nicht enttäuscht werde. Aber bevor wir jetzt mit dem Test starten, gerne, wie gesagt, auch immer mal bei Instagram vorbeischauen. Dort könnt ihr mit mir zusammen dann auch mal die Folge gucken und so ein bisschen mit mir interagieren. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Alles andere ist auch in der Infobox und auch gerne mal in unseren Podcast reinhören. Wenn ihr auf Podcast steht, da packe ich euch den Link auch mal in die Infobox. Würde mich auch sehr freuen. Das war jetzt auch wieder genug Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Test. Ich freue mich drauf und let's go. Produkt Nummer 1 haben mir einige geschrieben, beziehungsweise mir haben einige gesagt, ob ich das testen kann. Und zwar ist das von Bitterliebe, oder das sind die Bitterliebe-Tropfen aus erlesenen Naturkräutern. Da habe ich hier eine Monatspackung, wie ich gerade gelesen habe, gekauft. Also die sind vegan und made in Germany. Und ich kann euch mal zeigen, wie das Ganze hier drin aussieht. Das ist nämlich so ein Fläschchen mit einer Pipette dran. So sieht das aus. Ich habe jetzt mal hier die Seite von Bitterliebe aufgeschlagen oder gegoogelt, um euch mal ein paar mehr Facts dazu zu geben, weil ich habe ehrlich gesagt diese Folge nämlich verpasst. Also ich habe die Produkte hinterher angeguckt, aber ich habe die Folge nicht gesehen. Und zwar für Naschkatzen, da unsere Geschmäcker heutzutage zu einem großen Teil auf süßes Essen getrimmt sind, braucht es Bitterstoff, um eine gesunde Balance zu erhalten. Du hast es bitter nötig, perfekt nach dem Essen. Manche schwören auf Schnaps und oder Espresso nach dem Essen. Wir empfehlen unsere Bitterliebe-Tropfen oder unsere leckeren Bitterliebe-Tropfen. Und so schmeckt bitter neben süß und salzig und fleischig, Umami, gibt es auch noch den in Vergessenheit geratenen Geschmackssinn bitter. Genau, und das soll wohl als Nahrungsergänzungsmittel einfach fungieren und enthält ausgewählte Bitterkräuter mit natürlich enthaltenen Bitterstoffen unser allgemeines Wohlbefinden steigern. Ich meine auch, was gelesen zu haben davon, dass es gut für die Verdauung sein soll, weil, wie es hier schon stand, Bitterstoffe einfach nicht so oft von uns konsumiert werden. Ja, und einfach für den Körper gut sein sollen. Ich habe auch sehr, sehr viel Gutes darüber gelesen, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt schmeckt. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall mal testen. Und ich glaube, man soll dreimal täglich 25 Tropfen auf der Zunge zergehen lassen. Die Tagesdosis darf nicht überschritten werden und die sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung genutzt werden. Das ist auch wichtig, nicht für Schwangere geeignet und auch nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Also ich habe jetzt hier eine volle Pipette. Oh mein Gott, es ist so dermaßen ätzend. Da ist halt als Hauptbestandteil auch Alkohol drin. Also falls jemand von euch da mehr Ahnung zu hat, gerne mal in die Kommentare. Aber hier habt ihr jetzt meine echte erste Reaktion. Es schmeckt nach Kräuter, es schmeckt halt wie so Kräuterschnaps irgendwie. Nur dass es so dermaßen brennt schon bei den ersten 10 Tropfen. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut ist. Es gibt es auch noch als Pulver, vielleicht ist das Pulver besser. Ich habe sie Tropfen genommen. Aber es schmeckt halt nicht lecker. Es ist halt bitter. Gut, das wusste ich. Es heißt ja auch so. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass es so scharf und ätzend ist durch den Alkohol, dass ich echt gerade dachte, ich verliere jetzt meine Zunge. Ich weiß nicht, ob ich das dreimal täglich wirklich durchziehen kann. Aber wenn ihr wisst, ob das wirklich was bringt, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, nach diesem nicht so leckeren Test kommen wir jetzt zu etwas anderem, was hoffentlich lecker ist. Und zwar habt ihr mir das auch geschrieben, nämlich die Marke Mama Wong. Das habe ich sogar gesehen. Das war eine ganz, ganz sympathische Gründerin, die das vorgestellt hat. Also ich fand sie sehr sympathisch. Und ich habe hier zwei Soßen gekauft. Einmal die Marinade Sesam-Chili und die, das Dressing mit Sesam-Koriander-Chili. Ich liebe Koriander. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, kurze Umfrage, mögt ihr Koriander, ja oder nein? Also ihr könnt gerne mal Koriander und dann Daumen nach oben, Daumen nach unten schreiben, weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, die liebt man oder die hasst man. Und ich für meinen Teil liebe Koriander. Ich würde sagen, ich teste es jetzt einfach mal. Es riecht schon mal richtig, richtig gut. Ah, das ist ja so, das setzt sich hier unten schon so ab. Oh mein Gott, das schmeckt so lecker. Gut, die Zutaten sind jetzt nicht die gesündesten, also da ist halt Zucker mit drin. Aber es schmeckt so gut. Wirklich extrem, extrem lecker. Als nächstes probieren wir mal die Marinade Sesamchili. Hier steht auch übrigens drauf, ohne Konservierungsstoff, ohne Aromastoff und ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Das riecht auch richtig, richtig gut. Und das ist wahrscheinlich wirklich was zum Marinieren, aber ich probiere es einfach mal so. Mm. Also super scharf, aber auch super lecker. Wirklich top. Bevor wir zum nächsten Produkt kommen, gibt es noch mal ein kleines, einen kleinen Rückblick. Die Marke Little Lunch, die war ja auch damals bei Die Höhle der Löwen, hat etwas Neues rausgebracht und zwar ein Süßkartoffelcurry. Und auch mein Mund brennt immer noch von der Marinade.
Und da gibt es drei neue Eintöpfe und ich habe jetzt hier, wie gesagt, das Süßkartoffelcurry genommen und das habe ich auch schon gegessen. Also da habe ich schon einen Teil von gegessen. Habe ich mir nämlich gestern Abend gemacht und schmeckt super, super lecker. Also hier steht auch ohne zugesetzten Zucker, ohne zugesetzte Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Geschmacksverstärker, ohne Gentechnik. Da ist wirklich auch hier Gemüse drin, Currypulver, Gewürze, Korianderblätter, Petersilie. Also für so eine Fertigsuppe super Inhaltsstoff oder super Zutaten. Mega lecker und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das wollte ich nochmal mit reinnehmen, weil ich habe es bei DM gesehen. Ich habe sowas immer ganz gerne zu Hause, wenn ich wirklich keine Zeit zum Kochen habe und mal eben was haben möchte, ist sowas meine Rettung. Kommen wir zum letzten Produkt. Muss ich was zur Verpackung sagen? Ich glaube nicht. So viel Plastik braucht kein Mensch. Jedenfalls ist das der Taste Hero und das ist Flaschenbier wie frisch gezapft. Lässt Flaschenbier wie frisch gezapft schmecken, milder und angenehmer. Bier fließt beim Einschenken durch spezielle Siebstruktur. Mehr Sauerstoffkontakt, der Flaschenaufsatz für jede handelsübliche Bierflasche. Ich habe tatsächlich jetzt Bier gekauft und ich trinke kein Bier und möchte auch sagen, das hier erst, wenn ihr alt genug seid, also ab 16 ist glaube ich, ja Bier ist glaube ich ab 16, möchte hier auch kein Alkohol irgendwie groß in die Kamera halten. Es geht eher um den Test und ich merke gerade, ich habe keinen Flaschenöffner, weil ich nie Bier zu Hause habe. So, da ich tatsächlich keinen Flaschenöffner besitze, weil ich solche Flaschen nie öffnen muss, musste ich jetzt das Video unterbrechen, bei meinen Eltern vorbeidüsen und einen Flaschenöffner holen. Und here we are. Also ich habe es jetzt mal ausgepackt hier. Es gibt einmal einen PET-Flaschenaufsatz und einen Glasflaschenaufsatz. Das wäre jetzt der hier für PET-Flaschen. Und für Glasflaschen wäre der jetzt hier. Also es ist quasi nochmal, glaube ich, so ein Adapter. Also man soll das ja hier so drüber schieben wohl. Und dann, ich weiß, es ist jetzt kein Bierglas. Also ich kenne den Unterschied zwischen einem Flaschenbier und einem frisch gezapften tatsächlich doch. Ich trinke zwar nie Bier, aber ich war schon auf dem Oktoberfest und habe auch schon mal sowas probiert. Und jetzt soll man es ja einfach nur eingießen. So, ich werde jetzt mal einen Schluck nehmen, wirklich nur für den Test. Es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, aber ich weiß auch nicht, ob es nicht einfach nur Schwachsinn ist. Also ich muss sagen, es schmeckt meiner Meinung nach genauso wie aus der Flasche. Deswegen, ja, meiner Meinung nach total überbewertetes Produkt. Also hätte man sich auch sparen können. Aber hey, die ganzen Bierfans da draußen können ja mal gerne kurz schreiben, doch so einen riesen Unterschied macht. Aber wir haben es jetzt mal ausprobiert. Yay! So, das war jetzt mein neuester Live-Test, meine neueste Ausgabe zu meiner Die Höhle der Löwen-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Produkte ihr so interessant findet, welche ich noch testen soll und was ihr schon so über die Produkte sagen könnt, ob ihr schon was getestet habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Tschüss!